Herzlich willkommen zurück zu Fallout mit Arezo. Ich bin Arezo und wir sind auf dem Weg nach Adytum. Denn wir haben Zeug für, wie hieß er doch? Den Wissenschaftler. Und wie hieß er doch? Der Wissenschaftler wird sich bestimmt freuen, wenn wir das bei ihm abliefern. Ich hatte eine ganze Weile vergessen, wo es ist. Weil ich dachte, dass ich es schon eingesammelt und verkauft hätte. Was ich wahrscheinlich auch habe, aber ich wurde so oft getötet von den Deathclaws, dass ich da wahrscheinlich mit den Spielständen durcheinander gekommen bin. Kann schon mal vorkommen. Hey Hündchen. Wie geht's? Kann ich mit dem reden? Kann ich ihm was zu essen geben? Habe ich was zu essen bei? Hab leider nichts zu essen bei. Entschuldigung, Hündchen. Ich würde ja. Gewehrkugeln, Gewehr. Okay, hier haben wir noch Zeugs. Das ist gut. Für später. Da ist er. Miles, der Chemiker von Adytum. Miles. Mit welchen Chemikalien arbeitest du? Natürlich Tinte rankommen. Okay, vorher bekomme ich Schwefelkaliumnitrat und andere Chemikalien. Schwer jemanden zu finden. Abhändlerin. Du stellst Kugeln her. Ja, obwohl es mit dir nichts. Okay. Das Einzige, was sind die Kugeln. Ich könnte versuchen, die Teile zu... Ja, wir müssen ja von was leben. Seitdem die Hydropack-Farms nicht mehr funktionieren, müssen wir die Lebensmittel von den Händlern kaufen. Die einzigen, was wir zum Verkauf anbieten können, sind die Kugeln. Gut, ich könnte versuchen, die Teile zu besorgen, die man braucht, um die Hydroponik-Farms zu reparieren. Ehrlich? Das wäre wunderbar. Uns fehlen nur noch ein paar Teile, aber wenn du die richtigen Teile auftreiben könntest, wären wir bestimmt in der Lage, autark zu leben. Samuel kann dir dabei sicher eine Hilfe sein. Okay, nicht, was ich erwartet hatte, aber... Hast du die Teile schon gefunden? Ja, hier sind sie. Mal zieht sich die Teile an. Das sind sie. Aber es sieht aus, als müsste Smitty sie noch bearbeiten. Kannst du sie ihm bringen? Ja, klar. Okay. Ja, Samuel, der Plünderer, hätte mir sagen können, wo ich das herkriege. Aus irgendeinem Grund bleibt Smitty jetzt die ganze Zeit draußen. Haben die Regulators ihn eingesperrt gehabt? Du müsstest diese Teile für mich reparieren, damit ich eure Hydrofarm wieder in Ordnung bringen kann. Ja, das kann ich reparieren. Gib mir ein wenig Zeit. Hier bitte. Smitty übergibt dir die reparierten Teile. Sehr schön. Miles nimmt die fertigen Teile ab. Sieht ganz so aus, als hättest du mit sie gut hingekriegt. Danke für deine Hilfe. Hier hast du eine Entschädigung für den Aufwand. Miles gibt dir einige Decke und Stimpaks. Wenn du auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommst, kannst du jederzeit bei Smitty und mir reinschauen. Wir können dir eventuell mit einigen guten Änderungen deiner Ausrüstung behilflich sein. Smitty vollbringt mit einigen Waffen wahre Wunder und kann dir helfen, wenn es bestimmte Rüstungsarten geht. Okay, danke. Zu einer Rüstung kann ich nichts anfangen, tut mir leid. Okay. Warum? Ich wollte gucken, ob wir handeln können. Okay, ja, du hast ein bisschen Geld, ein bisschen Munition. Ja. Oh, ist nicht gut genug. Nichts gegen nichts ist ihm nicht in... Okay. Gut, gucken wir mal bei Smitty vorbei. Da kann ich nicht hin. Gut, dann gucken wir mal bei Smitty vorbei. Stattdessen. Vielen Dank für das Wiederherstellen der Farm. Wenn du jemals ein Plasmagewehr findest, bring es her. Ich kann nämlich ein paar Tricks, wie man die Einspritzung verbessern kann. Okay. Wie gesagt, wenn du jemals ein Plasmagewehr in die Hände bekommst, bring es her. Okay. Ja, aber Plasmawaffen sind eben nicht wirklich meins. Okay, hier könnten wir eben noch ein bisschen Geld bekommen, aber... Nee. Gut, danke. Also wenn ich das Spiel nochmal spielen würde, ich habe drüber nachgedacht. Es gibt ja solche Challenge-Runs, die Leute machen. Was dann oftmals sowas wie ein Pazifisten-Run ist und so. Ich dachte an den Genozid-Run, bei dem im Prinzip alles stirbt. Also, wo man keinen Handel betreibt mit den Leuten, wo man sich einfach so durchkämpft und guckt, ob man das Spiel besiegen kann, so. Aber natürlich müsste man eine Ausnahme machen, wahrscheinlich für die Leute im Bunker. Ich glaube nicht, dass man das Spiel besiegen kann, gewinnen kann. Wenn man... Tada. Wenn man seine Heimat sterben lässt. Was willst du? Ein Donut? Wir mögen keine... Okay.
Die scheinen keine Gefangenen oder so zu haben, also denke ich nicht, dass ich die jetzt jagen müsste. Okay, dann ab zur Kirche. So, und zwar ins Innere. So dunkel hier. Vielleicht nicht das Beste im Dunkeln gegen die Nightkin zu kämpfen. Aber sicher kann ich nicht sein. Wir speichern mal wieder zwischen. Okay, hier oben sind keine Nightkin mehr übrig. Habe ich das da schon durchgesucht, den Schreibtisch? Offenbar nicht. Direkt wieder speichern. Hallo. Lass mich in Ruhe oder du bist des Todes? Okay, könntest du mich zum Anführer bringen? Willst du nicht hören? Es ist nicht klug, die Nightkin zu ignorieren. Okay, tut mir leid, einen schönen Tag noch. Okay, wir gehen oben hin. Und hier haben wir Morpheus. Und hier haben wir die Nightkin. Und die Nightkin sind gefährlicher als Morpheus, weswegen ich gegen die zuerst antreten möchte. Wir speichern, damit wir nicht den ganzen Weg laufen müssen. Und 62 Trefferpunkte und der Mutant verliert fast sein Augenlicht. Sehr gut. Und auf den Kopf noch. Gut, der ist tot. Den ersten zu besiegen ist nie so das Problem. Aua. Deine Knochen werden vom Wüstenwind blank geschliffen. Deine Vault wird nun untergehen. Okay, ist in Ordnung. Das ist die beste Rüstung, die ich kenne in diesem Spiel. Möchte ich anmerken. Okay, wir schließen hier mal die Tür. Wir greifen diesmal von vorne an. Wenn ich nämlich von hinten angreife, dann kann es sein, dass der einfach ganz weit wegfliegt. Wir ziehen auf die Augen. Und? Okay, er ist immer noch... Er ist fit. Er ist immer noch fit. Ja, wir müssen versuchen, ihn zu töten und runterzugehen, bevor die Nightkin hier ankommen. Okay, das haben wir. Schritt 1. Also... Auf dem Bildschirm sind kleine grüne Bomben zu sehen, die ununterbrochen auf den Boden fallen. Okay, der spielt ein Arcade-Game, wie es aussieht. Hi Leute. Ich bezweifle, dass ich hier durchkomme. Okay, 45 Trefferpunkte nur. Das ist doch okay. Tschüss, Leute. Und tot. Okay. Spielladen. Okay, versuchen wir das nochmal. Von vorne anzugreifen hat nicht so wirklich was gebracht, denn der kann auch hier hinten einfach ganz weit wegrollen. Und das ist dann noch schlechter.
Okay, deswegen. Würde ich den ganz gerne direkt entleben. Wenn er bewusstlos werden sollte, ist das auch in Ordnung. Okay. Das waren 1000 Erfahrungspunkte, das ist nicht schlecht. Tod den Feinden des Meisters. Okay, ja klar, warum nicht? Ich muss hier nur runterkommen jetzt. Aua. 6 Trefferpunkte. Gut, das Spiel könnte wirklich einen Alles-Nehmen-Button brauchen für solche Fälle. Au. Und ich bin tot. Naja, okay. Irgendwie. Wie soll ich die Nightkin besiegen? Wenn die so viel Schaden machen. Ich meine, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Hier stehen, sind wir bisher erst bei 80. Wir investieren 20 Punkte. Wie viel habe ich jetzt investiert? Wir waren bei 80. Pro Punkt, Moment. Ja, pro Punkt bekomme ich... Das haut nicht hin. Also doch, ich habe 15 investiert, ne? Okay. So. Wir sind bei 120 für Stehlen. So, das Rote haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja, wir brauchen das Schwarze. Gut, yay. Jetzt gehen wir nach unten und mit dem schwarzen Abzeichen können wir die Tür unten öffnen. Aber irgendwie bezweifle ich, dass es mir wirklich was bringen wird, wenn ich die ganze Zeit trotzdem solche Gegner hier habe, die mich one-shotten können. Immer noch, obwohl ich über 80 HP habe. Ich bin wieder nach oben gegangen, oder? Und ich will nach unten, bitte. Okay, hier haben wir die Tür und wir benutzen das schwarze Siegel. Du schließt die Tür auf. Okay. Und... Oh, was haben wir hier Schönes? Ein Scanner. Scanner der Firma Watts Electronics vom Typ CU erkennt Bewegung von biologischem Material auf einer Entfernung von mehreren Metern mittels eines justierten Radargeräts. Das ist doch nett. Besonders wenn es kostenlos ist. Danke. Und... Zack. Okay, jetzt haben wir hier ein paar rote Punkte für Leute, die noch da sind, schätze ich. Okay. Hallo? Lass mich in Ruhe, oder bist du... du bist des Todes? Okay. Gut. Tut mir leid, schönen Tag noch. Das ist ein Einzelner, den schalten wir lieber aus, bevor uns den Rückzug später kaputt macht. 20 in die Augen. 14 in die Augen. Aua. So, was meine ich? Ich meine, ich kann mich theoretisch versuchen durchzuschleichen. Aber dann kriege ich den Anführer trotzdem nicht tot, von dem ich weiß, dass er ein riesiger komischer Roboter ist. Gut, ein riesiger komischer Cyborg. Mit einem Haufen Waffen.
Ich muss mich irgendwie noch besser ausstatten. Aber ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, welche Art von Waffe hier noch brauchbar wäre. Welche Art von Rüstung mir hier noch helfen würde. Denn die Waffe ist ja nicht mal so das Problem. Selbst wenn ich die alle hier one-shotten würde, sobald mich davon einer einmal anvisieren kann, bin ich erledigt. Okay, aber rein theoretisch. Wenn wir Nahkampfwaffen auf so hoch bringen, wie wir es können. Ich glaube nicht, dass wir die 200% erreichen. Okay. Okay, das hat nicht gereicht und der ist ein bisschen weggerutscht. Okay, der lebt noch. 45 Trefferpunkte. Ja, und jetzt muss ich mit den beiden dort klarkommen. Oh ne, ich komme gar nicht so weit. Stehen, wie gesagt, das bringt mich nur... Okay, wir speichern mal. Wir gehen nochmal den Stehenweg und schauen uns einfach an, was passiert. Ich wurde erwischt. Nicht gut. Ja, dann möchte ich bitte den Spielstand neu laden. So, stehen. Wurde wieder erwischt. Nicht gut. Aber. Die Punkte in Stehender zu investieren bringt tatsächlich was, ne? Aber ich weiß eben nicht. Okay, Moment. Ich meine, wenn es uns was... Wir müssen ja nicht direkt danach speichern, ne? Es geht jetzt erstmal um nachgucken, ob das überhaupt was eine valide Strategie jetzt noch ist, ne? Wir bringen das wieder auf die 120. 110. 110 reicht. Wir drücken auf Stehen. Zack. Gestohlen. Wunderbar. Wir gehen runter. Wenn wir irgendwie deren Waffen stehlen könnten oder wenn wir Fallen aufbauen könnten oder so, um die strategischer zu besiegen. Ja, aber so? Stehen können wir nur von denen, was sie nicht aktiv benutzen. Was Sinn ergibt. Es ist immer ein bisschen seltsam in Skyrim gewesen, wenn man einfach alles sich dort schnappen konnte, ne? Inklusive der Kleidung von den Leuten. Es ist witzig, aber es ist seltsam. So, okay, wir haben die Tür aufgeschlossen. Wir nehmen den Scanner, wir nehmen die Blumen. Wir gehen nach unten. Okay, und hier haben wir nicht mal den Anführer, wie es aussieht. Das ist seltsam. Ich meine, wenn wir einen Selbstzerstörungsknopf für die Kathedrale finden, ich nehm's. Aber irgendwie sieht's nicht danach aus. Sieht bisher nicht danach aus, als wäre hier irgendwas. Fachlexika, sehr schön. Holztisch. Gewöhnlicher Holztisch. Du nimmst dein Buch herunter, untersuchst es und stellst es schnell wieder zurück ins Regal. Das Regal wirkt sehr stabil. Okay. Wissenschaft
um es genauer zu untersuchen und eventuell... Okay. Öffnen? Okay, ich vermute, dass wir hier einen Geheimgang irgendwo haben, aber... gefüllt mit religiösen und philosophischen Büchern, okay. Das Regal ist sehr staubig. Also dieses hier ist nicht staubig. Aus Holz. Stehen. Passiert nichts, okay. Okay, also selbst wenn ich das mache, und ich bin absolut nicht überzeugt, ob ich wirklich dabei bleiben sollte jetzt, dass ich dort die... Okay. Jeremiah, Bote der Schildin. Wer bist du und was machst du hier unten? Ich bin ein Gläubiger und ich habe mich verirrt. Morpheus schickt mich mit deiner Nachricht für den Meister. Morpheus würde nie so einen Schwachkopf wie dich so auf so eine Mission schicken. Wachen! Aua! 3 Trefferpunkte, okay. Gut, Jeremiah ist tot. Wir haben noch feindliche Kreaturen in der Nähe, wie es aussieht. Ich sehe sie nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Okay, ein paar Energiezellen, schön. Oh. Okay, wir haben eine Laserpistole. Ich muss mal was hier wegpacken. Das hier. Dann kriegen wir sie immer noch nicht. Okay, die Blümchen. Was ist das? Oh, Fachlexika. Die würde ich ganz gerne gerade benutzen, aber kann ich nicht. Okay, ich packe das Zeug hier rüber und... Gut. Okay, wir haben hier unsere Desert Eagle. Und... Ich bräuchte eigentlich den direkten Vergleich zwischen Desert Eagle und Laserpistole. Also auch was die Trefferpunkte, also was die Trefferwahrscheinlichkeit angeht. Da kommt jemand sehr langsam an. Was zum Teufel ist das? Okay, kein Problem. Im Gegenteil, das ist was Gutes, denn das bedeutet... Okay, ich habe gar keine Trefferchance gerade. Gut, wir warten, bis es näher dran ist. Minus 8, wunderbar. Und... ...62. Ja, Plasmapistole ist eine Plasmawaffe. 5 Trefferpunkte. Haustier des Meisters. Das Ding ist mir unangenehm. Daneben, okay. Au. 12 Trefferpunkte. Okay, das ist nicht so schlimm. Ich hatte mit wesentlich schlimmerem gerechnet. Okay. Nervenknoten, Kopf, Vordermund, Schwebesackschwanz, Mund, Eiablage. Eiablage. Wehe, du legst Eier mir ab. Hau ab. Ich geh ein Stück weg. Aua!
Ohne Schaden. Okay. Ziehen wir weiter auf den Kopf einfach. Große Wunde, okay. Sieht so gut wie tot aus, sehr schön. Erledigt. Kann ich den Kampf jetzt beenden? Ja. Hat nichts bei, ist in Ordnung. Wir lesen das Fachlexikon. Gut, wir nehmen die Granate zurück. Wir nehmen die Munition zurück. Wir nehmen den Schlüssel zurück. Wir nehmen die Blumen zurück. Wir nehmen die Blumen nicht zurück. Okay. Wir speichern. Das heißt, wir haben jetzt unsere Ausgabe für Stehlen eingeloggt. Was zum Teufel ist das jetzt schon wieder? Zweimal daneben getroffen, okay. Bleib mir fern. Achso, es ist nur ein Kamel. Na dann. Mal den Kopf, Augen, rechter Arm, linker Arm, Körper, Hinterleib, linkes Bein. Okay, wir ziehen auf den Kopf. Okay, das waren wenige Trefferpunkte. Der Meister hat sehr seltsame Haustiere. Aua. Das waren... Okay, auch das sind nur 13. Das geht eigentlich. Was ist das hier eigentlich für eine Anzeige? Ist das ein HP-Balken? Trefferpunkte. Schwer verletzt immerhin. Und wir haben Schaden genommen. Ja, aber der Balken unten verringert sich nicht. Das heißt, es sollte kein HP-Balken sein. 99 Trefferpunkte an einer wichtigen Stelle. Okay, Augen braucht das Ding. Gut zu wissen. Wir beenden den Kampf. Wir heilen uns und nehmen natürlich erst einmal das hier. Aber dann müssen wir definitiv auch noch richtige Heilung benutzen. Dass die Stimpaks so viel machen und die wesentlich selteneren Medizinkoffer so wenig, ist seltsam. So, ich habe mal geladen. Und wir speichern nochmal, bevor wir auf das nächste Haustier treffen. Das da kennen wir schon. Okay, da hinten sind ganz normale Supermutanten. Ja, komm näher. Schön nah ran. Ah, verdammt, die hinten kommen direkt mit. Okay, das ist nicht gut. Hm.
Schwebesack. Ich nehme an, das braucht zum Fortbewegen, ne? Und wir laufen weiter. Au. 11 Trefferpunkte, okay. Und okay, sehr schön. Der hat das Haustier getötet. Aua. Wo ist der beste Ort für uns zu kämpfen? Ist es besser, hier drin zu kämpfen? Wir haben hier noch mehr Deckungsdinger durch die Säulen. Ich denke, ja. Ansonsten hätte ich dort jetzt eben einfach an der Ecke gewartet. Bis der Erste vorbeikommt. Wer ist so dämlich, sich mit uns anzulegen? Natalia ist mein Name. Hallo. Ich bin nicht sicher, ob das hier jetzt neben der Tür zählt. Ja, okay. Dann können wir uns diesmal wieder... können wir uns auch erstmal wieder hier heilen. Nicht diesmal, erstmal. So. Wunderbar. Und abwarten. Ups, falsche Taste. Ist in Ordnung. Ich will nur kurz hier noch laden. So, und wieder abwarten. Wie gesagt, das sind nicht mal Nightkin. Das sollte kein so großes Problem sein. Oh, das hier könnte eine Munitionsanzeige für den Dings da sein. Für die Waffe. Schauen wir doch mal. Wir zielen auf die... auf den Arm. 20 Trefferpunkte. Okay. Verdammt, okay. Ich muss mich dort in die Reichweite von dem anderen stellen. Und wir zielen auf den... Kopf und daneben, nicht gut. Aber 12 Trefferpunkte, okay, das ist nicht... Und der schießt daneben, sehr gut. Okay, Kopf. 50 Trefferpunkte. Zieh es jetzt außer Reichweite, toll. Wieder auf den Kopf. Verdammt nochmal. War das ein Angriff? Ja, theoretisch schon. Au. Okay, wir ziehen auf die Augen. Geringere Chance zu treffen, aber größerer Effekt. 81 Trefferpunkte, sehr schön. Daneben, nicht so schön. Aua, das waren 15, okay. Elf. Ganz toll. Okay. Und keine Verletzung an den Augen. Und 99. Verliert fast sein Augenlicht und gerät außer Balance. Sehr gut. Wir heilen uns wieder. Und warten, dass er reinkommt. Ah, verdammt, er hat ein Stimpack. Er hat zwei Stimpacks benutzt. Er hat drei Stimpacks benutzt. Das erscheint mir nicht fair. Wie viel habe ich benutzt? Mehr, ne? Hallo. Aber ich hätte deine Stimpacks gut gebrauchen können auch noch, also... Dafür wird er mich tagelang quälen. Na, das müssen wir verhindern. Autsch.
17 Trefferpunkte. Ich kann nicht mal seine Stimpacks stehlen. Ein 30 Trefferpunkte und der hat große Schmerzen. Aua! Warum habe ich dir fast das Augenlicht genommen, wenn du trotzdem noch triffst, Mensch? Erledigt. Okay. Kampf beenden. Okay, zumindest haben wir hier noch 3 Stimpacks. Eine Plasmagranate. Was ist das? Packung Nudeln. Kann man bestimmt gebrauchen. Außerdem heilen wir uns nochmal. Und ja, beenden hier die Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentar und adios.